Baruch! Du auf Baruchs Land! Baruch sagt weggehen, also geh! Ist dieser Baruch? Und was wird an dieser Sache. Was wird er in dieser Sache unternehmen? Wir sind nur auf der Durchreise und werden euch nicht belästigen. Wir geben euch unser Wort drauf. Ja, wer bist du? Baruch, und du mich ärgern, greift sie an! Wir hätten doch vielleicht nett sein sollen. Wieder einer mit. Starker. Oder alle? Ich sehe jetzt keine Unterschiede bei denen. Ich glaube nicht, dass ich sie jetzt schnell genug heilen kann. Ich nochmal. Ja, wie wäre es, wenn ihr auch mal mit drauf geht? Dann sind die alle viel schneller tot. Kann ich euch behilflich sein? Danke für die Heilung. Jetzt läuft er weg. Bleib da. Hey Sau. Wahrscheinlich tut er uns jetzt in die nächste Kobold-Horde locken. Ja, jetzt kommt er nicht mehr weiter. Okay, er hat einiges fallen lassen. Was haben wir da? Komposierte Langbogen. Und sonst normale Sachen. Ich habe ein bisschen Angst, dass man, wenn das vielleicht... Wobei, ich glaube, eine +1-Gegenstände und so sind auch erstmal blau. Ich glaube, die liegen nicht einfach so drin. Man sieht es dann schon immer, dass die besser sind als normale. Ob der irgendwas Spannendes hätte erzählen können noch? Ich glaube nicht. Das ist das meiste, was man hier so hat, ist eigentlich nur so... So bliblablub, habe ich das Gefühl. Damit man noch ein bisschen beschäftigt ist oder belohnt, wenn man da schon die ganze Gegend absucht. Aber sonst... Oh, wir müssen ja noch die Kobolde looten. Ach, ich habe übrigens rausgefunden, weil ich habe mich... Ah, die haben alle magisches... Ich habe übrigens rausgefunden, weil ich mich doch vor einer Weile gefragt hatte, ob man da irgendwie was machen kann, dass die Leute sich anders verhalten. Also dieses Skript... was da abläuft. Und ich habe tatsächlich gefunden, wie man da rankommt. Und zwar, wenn man auf Anpassen klickt, dann hat man hier das Skript. Und dann kann man hier einstellen, wie der so kämpfen soll und was er machen soll. Und hier kann man dann auch Sachen zu- und abschalten. Jetzt, damit zum Beispiel sie hier nicht gleich ihre ganzen Sprüche verballert. Habe ich das rausgenommen, weil wenn jemand castet, dann soll er das nur tun, wenn ich das will und nicht, weil er denkt. Also so viele Sprüche habe ich nicht, dass ich die wie jeden Standardkampf immer gleich verballern möchte. So, die Karte ist erkundet. Nichts Besonderes mehr zu sehen. Da können wir ja jetzt weitergehen. Und zwar, ich würde sagen, Leuchtturm und dann das. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich hier der Ort ist, an dem wir diesen Umhang finden. Ich glaube, es war ein Umhang bei den Gnollen. Da müssen wir wahrscheinlich sogar in die Gnollfestung. Ja, also hier hoch. Und ein Leuchtturm soll dort sein. Kann ich irgendwie behilflich sein? Lonia. Oh je, ich bin gerade ziemlich angeschlagen und habe überlegt, ob ich... eine Rast mache. Ich hoffe, das ist jetzt kein böser Magier. Ich weiß, warum ihr hier seid. Aus demselben Grund, aus dem all die anderen kommen. Und ich gebe euch auch dieselbe Antwort wie ihnen. Ich weiß nicht, wann die Eisenknappheit zu Ende ist. Und ich habe keine Ahnung, wem die Räuber unterstehen. Und ich bin auch nicht daran interessiert, euch zu den Spieltischen von Baldurs Tor zu begleiten. Nichts davon interessiert uns, denn ich weiß, naja, die Eisenknappheit, das wird sich jetzt regulieren. Es sei denn, in den anderen Minen, die es gibt, passiert das Gleiche wie in Neshkar. Räuber, ja, den werden wir noch auf die Spur kommen. Verzeiht mir, aber wenn ihr euch mit den Ereignissen des Tages nicht abgibt, welchen Zweck hat es dann, dass ihr in die Sterne starrt? Wofür sind eure Betrachtungen gut, wenn sie keinen praktischen Nutzen haben? Vielleicht sind eure Vorhersagen nicht so genau, wie ihr die Leute glauben macht.
möchte euch nicht weiter stören und so mache ich mich auf den Weg. Sollen wir fragen? Ja, eben. Warum starrt ihr in die Sterne? Warum? Die Schwertküste ist keineswegs der Mittelpunkt des Universums. In den Reichen spielen sich Leben und Dramen ab. Gar nicht weit von hier gibt es Länder, in denen Leute nichts von unseren Problemchen wissen und auch nicht wissen wollen. Die haben dafür ihre eigenen Problemchen. Ich habe keine Zeit für die Probleme weit entfernter Lande. Ich kann mich ohnehin kaum noch mit allen Sorgen hier im Land befassen. Und was ist mit diesen Landen? Welche Intrigen lauern jenseits unserer Grenzen? Also direkt hinter dem Südgebirge bauen sich gerade Probleme zusammen, gegen die unsere Sorgen vergleichsweise gering erscheinen. Hoch im Norden liegt eine Stadt, in der niemals Winter herrscht. Eine Stadt, von der viele Jahre lang niemand etwas gehört oder gesehen hat. In die aber schon bald viele Bürger zurückkehren werden. Nie Winter. Beides wird geschehen, und zwar ungeachtet unserer Probleme. Wir haben vielleicht große Sorgen, aber das dicke Ende, das kommt noch. Lasst mich allein. Ich muss über vieles nachdenken. Auch so ein bisschen Foreshadowing. Ja, wir sind an der Schwertküste. Kann es sein, dass überall, wo hier Schwertküste steht, also auch hier stand ja dann Schwertküste dran, dass das die neuen Gebiete sind? Also das sind die Schwertküstengebiete, die dazugekommen sind? Oder es steht einfach Schwertküste, weil die halt hier an der Schwertküste sind. Das kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Ein bisschen haben wir schon erkundet. Und noch die untere Hälfte dran. Steht wieder jemand? Ganz braun. Vor dem Hintergrund sieht man es manchmal immer gar nicht. So, wie die da stillstehen. Ich suche nach starken Männern. Safana, ich habe ein Problem. Da will ich nur, dass ich nur mit eurer Hilfe lösen kann. Nö, wir fallen nicht auf diesen Blödsinn mit der Dame in Not herein. Wenn ihr uns euren Namen und euer Problem sagt, können wir euch vielleicht helfen. Ich heiße Safana und ich kann euch alle reicher machen, als ihr es euch überhaupt vorstellen könnt. Ich weiß, wo die größte Schatzkiste des sagenumworbenen schwarzen Alaric verborgen liegt. Ihr seid von großer Klugheit und voll Tatendrang und ganz gewiss seid ihr bereit, mit mir zusammen nach dem Schatz zu suchen. Ja, Interesse haben wir schon. Ich lasse das doch nicht links liegen. Und selbst wenn wir Pech haben, selbst wenn wir ins Unglück laufen, will ich doch wissen, was uns passieren würde. Der Grund, warum ich Hilfe benötige, ist der. Die Höhlen, in die ich hinabzusteigen gedenke, werden von einer Art Wesen bewacht. Ich weiß nicht genau, was für ein Wesen das ist. Wenn ihr mir behilflich seid, bekommt ihr einen Teil des Schatzes. Was sagt ihr dazu? Ein Monster, wir haben genug davon bekämpft. Wir müssen euch einen Korb geben. Ach komm, lass mal gucken. Ah, tausend Dank, ihr werdet es nicht bereuen. Zusammen werden wir jedes Hindernis überwinden, das sich uns in den Weg stellt. Lasst uns losgehen. Laut meiner Karte befindet sich die Piratenbucht irgendwo entlang der Küste. Direkt südlich von Kerzenburg. Das müsst ihr hier sein. Mehr gibt's hier an der Küste nicht. Und was überfällt uns jetzt? Ach so, wir müssen sie mitnehmen. Nö, ich mag dich nicht mitnehmen. Wir haben beschlossen, Safana dabei zu helfen. Kann ich nicht wenigstens noch ein bisschen länger bei euch bleiben? Unsere gemütliche Zeit, unsere gemeinsame Zeit war so angenehm. Nun gut, vielleicht werden wir uns wieder helfen. Treffen. Wir haben beschlossen, Safana dabei zu helfen, einen von einem Monster bewachten Schatz zu bergen. Sie war sehr geschickt, als es darum ging, uns zur Hilfe zu überreden. Die Bucht, wo sich der Schatz befindet, liegt irgendwo an der Küste südlich von Kerzenburg. Hier, ich denke mir mal, sie wird hier noch öfter stehen, noch länger stehen. Wir markieren uns das mal. Safana. Die machen wir nicht rot, so warndingensmäßig, sondern machen wir grün. So. Genau. Vielleicht können wir ja mal mit ihr noch was machen, wenn wir sonst nichts zu tun haben. Oder vielleicht verlässt uns ja irgendjemand von denen hier aus irgendwelchen Gründen. Und dann brauchen wir wieder Leute. Bin ich froh, wenn ich weiß, wo ich sie finde. Hätte ich bei den anderen auch machen sollen.
Sonst muss ich ja da ewig suchen. Wobei, man muss ja sowieso immer auf die Karten gehen, um dann überhaupt zu sehen, was man markiert hat. Wieder eine Dame. Ich glaube, die ist aber vielleicht... Die sieht ein bisschen böser aus. Bisschen hinterlistiger, würde ich mal sagen. Freut mich, euch zu sehen. Markus Hule. Wer seid ihr denn? Oh, ihr seid sicher große Abenteurer. Das kann ich von euren Händen ablesen. Ja, vor allem, weil ich ihr die ja hingestreckt habe. Sie sind von Magie befleckt und zeugen von den Anstrengungen beim Heben der Waffen. Im normalen Auge bleiben solche Merkmale vielleicht verborgen, aber ich kann sie deutlich sehen. Wie ich überhaupt vieles deutlich sehen kann. Wie wär's mit einer Beratung? Ein bisschen altmodisches Handlesen gefällig oder ein bisschen Zigeunerzauber, um euch den rechten Weg zu weisen? Ja, und dann nebenher uns das Geld aus der Tasche ziehen? Ach, fort mit euch. Ich habe keine Verwendung für eure Zauberformeln. Ich kann meine eigene Magie benutzen. Gegen ein wenig Deutung eurerseits kann ich nichts einwenden. Hier ist meine Handfläche. Was sagt sie euch? Steht ihr schon so angriffslustig da? Erzähl. Lasst mal sehen. Interessant. Obwohl ihr jetzt ein hartes Leben führt, zeugen eure Hände davon, dass ihr es vor nicht allzu langer Zeit leichter hattet. Es hat euch wohl erst kürzlich auf die Straße gezogen? ja, soweit habt ihr recht. Fahrt fort. Wobei, das kann man ja sehen. Wenn man ein bisschen geübten Blick hat, sieht man ja, ob das Spielen von vielen Jahren sind oder einfach ja, etwas neuere Abnutzung. Das habe ich mir gedacht. Lass mich nun etwas genauer hinsehen. Zeigt mir eure Lebenslinie. Ja, ich sehe den Einfluss eines Gelehrten und dass ihr gut ausgebildet seid. Ihr hattet wohl einen weisen Mann als Mentor, vielleicht jemand, der über beträchtliche Macht verfügt. Warum erzähle ich ihm jetzt hier von Gorion? Ich könnte ja einfach nur sagen, ja, da habt ihr recht, sprecht weiter. Hier, das wäre ja dann gleich so, nee, nicht weiter. Wir machen mal weiter. Ihr verbrachtet eine recht glückliche Kindheit mit ihm, wenn ihr auch etwas schwierig wart. Mein Gott, was wart ihr doch für ein ungezogenes Kind. Woher das wohl kommt. Mal sehen, was wir von euch aus der Zeit aus diesem Gorion, aus der Zeit vor diesem Gorion nicht alles erfahren können. Also, wenn ich weiter zurückblicke, sehe ich... Oh, gütiger Himmel, ich sehe ein langes und glückliches Leben für euch und die euren... 10 Goldmünzen. Bitte, ich mache mich auf den Weg. Oh, sie hat was Blödes gesehen. Was habt ihr gesehen? Ach, ich habe gar nichts gesehen. Euch wird ein langes Leben beschieden sein und ihr werdet es genießen. Ich gehe jetzt. Bleibt mir fern. Ihr müsst es mir sagen, bitte. Alles gesagt, was zu sagen ist. Bleibt mir fern. Euer Leben geht mich nichts an. Also ich denke mal, sie hat schon gut aus meinen Händen lesen können. Also echt, sie ist keine Hochstaplerin. Bitte, ich möchte nicht grob erscheinen. Sagt mir einfach, was euch eure Vision offenbart hat. Bleibt mir fern, ich warne euch, dass ich euch nicht an mich herankommen lasse. Okay, ich glaube, ich hätte ihr einfach nur das Geld geben sollen. Jetzt. Ja, okay, da ist sie schnell weg. Die arme Frau. 600 EP habe ich dafür gekriegt, dass ich die arme Frau getötet habe. Die doch nur Schreckliches gesehen hat in meinem zukünftigen, nein, in meiner Vergangenheit. Oder wo ich halt herkomme wahrscheinlich, ne? Wer ich wirklich bin. Dafür habe ich die Frau jetzt getötet? Nein, sie hat mich angefallen, es war Notwehr. Lass sie mal liegen. War jetzt zwar nicht so freundlich, aber okay. Das ist jetzt halt passiert. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Die Sirenen? Den traue ich keinen Zentimeter. Das hier ist nicht euer Zuhause. Hier wohnt Sils Stamm. Ihr dreckigen Landbewohner sollt euer Eindringen teuer bezahlen. Oh. Die sind immer ziemlich heftig. Und die Sirenen, vor allem turnen die einen halt immer.
verstecken sich erst. Und dann... diese einen umkehren. Ja, genau. Der dann gegen uns kämpft. Ja, ja, du könntest mal wieder zu uns gehören. Das wäre sehr praktisch. Oh, oh, oh. Wieso nimmt er jetzt so einen Schaden? Er sieht hier eigentlich noch ganz gesund aus. Das bin ich. Sie ist geturnt. Okay, ich habe gerade auf die falsche Seite geguckt. Ja, komm, jetzt haut mal die noch um und dann kann ich schnell noch meinen Kämpfer heilen. Der hat jetzt noch so verpasst. Aber umfällt. Ah, jetzt ist er auch. Der ist gestunt. Hallo, könnt ihr anderen mal wenigstens dann auf den Feind hauen? Das wäre super. Ja, sehr schön. Tut mir ja leid um die Seal. Aber so geht's ja nicht. Das hat gut wehgetan. Ist hier die Höhle mit dem Schatz? Wo die andere gerne wollte, dass wir mitgehen? Ja, das kann natürlich sehr gut sein. Nehmen wir erstmal hier die Sachen mit. Leider immer nur so ganz normale Bögen, die machen... ganz schön Damage, die Sirenen. Aber natürlich auch die Zauber sind fies. Ihr könnt jetzt nicht abspeichern, da ihr nicht die Kontrolle über alle eure Gruppenmitglieder habt. Ach, Khalid ist noch irgendwie gestunt oder so. Ja, dann könnt ihr ja schon mal hier ein bisschen näher kommen. Müssen wir da ein bisschen warten, bis es abklingt. So, er ist wieder Herr seiner selbst. Ist natürlich die Frage. Es ist natürlich die Frage, wenn da drinnen noch so ein fettes Monster. Also entweder war sie der Gegner, der Gefährliche. Oder hier drinnen gibt es nochmal so ein schlimmes Monster. Dann ist natürlich die Frage, ob ich woher rasten sollte, weil ich jetzt ja ziemlich ausgepowert bin. Aber wir gucken einfach mal. Es ist zumindest sehr verwinkelt. Vielleicht gibt es ja noch mehr Sirenen hier drin. Ah. Irgendwelche komischen Golems. Fleischgolems? Was machen denn die hier drin? Oh, was können die denn für böse Sachen? Stunnen. Ungesund. Und stark. Und stark, sage ich ja. Machen die ihr dem überhaupt was? Waffen unwirksam. Oh no. Okay, was gibt's hier noch für Gegner? Ich will nur mal gucken. Nur Fleischgolems. Und böse Sachen können die. Ja gut, ich glaube, ihr sollt mal später wieder kommen. Da ist der Schatz. Und was ist der Schatz? Sind das Fallen? Ich glaube, das sind Fallen, oder? Oder sind das tatsächlich... Ich komme da gar nicht hin, guck mal. Au, das hat wehgetan. Ja, 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 ich will ja nur gucken, was es hier gibt. Ob es sich lohnt. Ne. Ich glaube, hier müssen wir später mal herkommen. Oh, ich hatte Level-Up, habe ich gar nicht gesehen. Wir machen uns hier einen Marker. Oh, da ist sogar schon einer Piratenhöhle. Ja gut, dann passt das. Ich glaube, da müssen wir später mal hinkommen. Dann werden zwar wieder Sirenen da rumstehen, aber... die machen wir dann vielleicht auch mit Leichtigkeit platt. Da brauchen wir wahrscheinlich Zauber für die. Die Golems. Oder halt irgendwie ein bisschen bessere Waffen. Die magischere. Oh, ist das der Leuchtturm? Sieht fast aus wie eine Kirche oder sowas.
Okay, eine gut bewachte Kirche. Die anderen dürfen auch kämpfen. Morgen. Ja, sieht aus noch wie Leuchtturm. Kleines Leuchtturmdörfchen. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Normalerweise in den Geschichten steht da immer ein Leuchtturm und dann wird so gesagt, der Leuchtturmwärter schläft auch im Leuchtturm. Hier wohl nicht. Hier gibt es ein Haus nebendran, auch wenn das hier zugeschüttet ist. Sieht verlassen aus. Ihr werft einen Blick hinein und seht lediglich modrige Balken und Schutt. Da auch. Also rein kann man nicht. Erstmal außen rum. Okay, hier geht's dann wieder weg, ne? Kommt man hier überhaupt rum? Rum? Ach, nee, 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 nicht alleine in der Gegend rumlaufen, Imoen. Schön zusammenbleiben. Ja, da kommt man drumherum. Und dann? Nee, rein können wir auch nicht. Sieht auch verlassen aus. Ah, ich dachte, wir können da rein oder da wäre was Besonderes. Es ist wirklich nur ein... eine Landmark, sozusagen. Na, sowas. Na gut, dann gehen wir weiter erkunden. Wie viel haben wir denn jetzt? Es ist nicht mehr so viel. Nur noch der untere Rand. Steht wieder eine einsame Frau in der Pampa rum, die nichts zu tun hat. Ist blöd, dass man nichts sieht? Hallo, mein Freund. Ach doch, mit Rechtsklick sieht man, wie die heißen. Arduin. Hallo, mein Freund. Bitte helft mir, ich kenne sonst niemanden, der es könnte. Mein kleiner Junge spielte in dem verlassenen Leuchtturm nordwestlich von hier und wurde von einer Meute Worgs eingekreist. Bitte vertreibt sie, damit ich ihn holen kann. Wir haben nicht viel Zeit. Oh, die sind schon platt. Ich kann nicht viel schreiben, da ich mit einer Notlage konfrontiert bin. Ein verlassener Leuchtturm im Nordwesten wurde von Worgs umzingelt und ein Kind sitzt darin fest. Möge Temora die Bauern dieses Landes segnen, denn sie haben wahrlich kein einfaches Leben. Ja, ich war ja schon da. Ich habe ja da schon aufgeräumt. Die Worgen sind tot. Wo ist das Kind? Wir haben es verrissen. Sieht verlassen aus. Ihr werft einen Blick hinein und seht lediglich modrige Balken und Schutt. Wo kann der Junge sein? Nein. Hier liegt ja auch keine Leiche oder so. Jüngelchen, wo bist du? Oder ist er gestorben? Quest failed. Rumgelaufen sind wir ja auch schon überall. Ich glaube, vielleicht müssen wir einfach nur nochmal mit ihr reden und ihr sagen, dass die Wölfe tot sind und dass sie hochgehen kann. Das könnte sein. Ich habe jetzt erstmal die Quest bekommen und jetzt... Ich bin euch so dankbar. Ihr habt ihn wahrscheinlich genauso verängstigt wie die Worgs. Wenn ihr weg seid, werde ich ihn herunterlocken. Hier, das ist das ganze Geld, das mein Mann diese Woche vom Markt mit nach Hause gebracht hat. Aber nehmt es ruhig. Das Leben meines Sohnes ist mir viel mehr wert. 500 Erfahrung. Sind, denen man seinen Ruf zu verdanken hat, Ruf hat sich erhöht. In die Geschichte eingehen. Und wir haben 60 Gold bekommen. Braucht diese Gruppe doch nicht so viel Hilfe wie ich hätte eigentlich gerne das abgelehnt. Ich schäme mich fast, der verzweifelten Frau ihre letzten 60 Goldmünzen abzunehmen. Ja. Warum gibt's keine Option? Oh nein, nein, nein. Behaltet euer Geld ruhig und dann kriegt man noch einen Ruf mehr oder sowas. Wenigstens ist ihr Sohn in Sicherheit, obwohl ihn die Albträume in den nächsten Jahren davon abhalten werden, noch einmal zu diesem alten verlassenen Leuchtturm zu gehen.
so vergeht kindliche Unschuld dahingerafft und in Mächten der Finsternis. Oh je. Mein Sohn bittet jeden Abend für eure Gesundheit. Und ich auch. Okay. So, wir haben mal wieder völlig aufgeräumt. Dann geht's jetzt hier in den Süden. Wir schauen uns mal dieses Wäldchen an. Ich find's schade, dass man hier nicht auf die Maps gucken kann, die man wenigstens schon erkundet hat, dass man so ein bisschen drauf gucken kann. Ah, was war da nochmal? Habe ich da was markiert? Man muss hinreisen, um zu gucken. Das finde ich ein bisschen schade. Also hier verstehe ich, dass man da jetzt nicht drauf gucken kann und so. Aber also, dass man dann diese Map hier sieht, das fände ich eigentlich ganz, ganz cool. Neville, oh, müde Wanderer, ihr habt es gut getroffen. Neville, der edelste aller edlen Räuber, steht euch zu Diensten. Was, Räuber? Was kann ich für euch tun? Nun, zunächst einmal könntet ihr euren Männern im Gebüsch befehlen, ihre Bögen zu senken und herauszukommen. Vielleicht könntet ihr uns durch euer Gebiet geleiten und dafür sorgen, dass uns unterwegs nicht zustößt. Ihr könntet uns alle euer Geld geben und euch dann, einer nach dem anderen, von uns umbringen lassen. Nee, hol mal deine Männer aus dem Gebüsch. Habt ihr denn alle fünf gefunden? Schade drum. Ich muss sie wohl besser ausbilden. Tja, es tut mir leid, dass ich euren Wünschen nicht Folge leisten kann. Meine Leute würden mich für einen Feigling halten, wenn ich mich einer so schlecht ausgerüsteten Gruppe ergeben würde. Ich sehe ehrlich gesagt keine andere Möglichkeit, als sie das Feuer eröffnen zu lassen und eure traurigen Leichen allen Eisens zu berauben. Kommt dann, Männer. Alles Weitere ist nun klar. Und da unten steht auch noch ein Oha. Das sind seine Männer? Goblins? Ja, okay, aber die haben auch nicht viel Chance hier. Ja, komm, machen wir erstmal die. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Oder vielleicht frostigen. Ja! Also, manche, also so die Kleinen sind jetzt tatsächlich ziemlich einfach. Dann ist das hier unten aber auch. Dann gehört er auch dazu, oder? Ist hier jetzt der Räuberwald? Da liegen sie. Oh, ein magisches Langschwert. Aber das ist nicht magisch, ne? Ja, kommen wir jetzt in die Räuberhochburg. Denn hier unten ist nämlich so eine Brücke oder ein Steg. Ach ne, hier. Irgendwo hier rüber geht. Wahrscheinlich in die. Ne, die Gnollfestung ist hier unten. Das muss nochmal irgendwas anderes sein. Okay. Knubbelt euch mal ein bisschen hier. Oh, der ist ja schon fast tot da unten. Noch ein paar Sachen mitnehmen hier oben. Oh, so viel Geraffel, wenn da so viele auf einmal sterben. So, und dann gucken wir nochmal. Nee, wir looten erstmal in Ruhe. Da noch was? Pfeile halt. Wie sieht's aus hier bei Immun? Pfeile? Ja, doch, die könnten eigentlich ein paar mitnehmen hier. Ja. Ich tue mein Bestes. Gucken wir mal, wer da unten noch war. Ein Einzelner oder mehrere? Ah, der ist ja sogar verletzt. Hat denn der noch dabei? Nicht viel. So, dann gucken wir doch mal, wo die Brücke hinführt. Oder ob es da noch mehr Hobgoblins gibt. Das ist die Räuberburg. Ja, super, wenn dann wieder die Fernkämpfer nach vorne laufen. Ohne rausgehen. Herzen bei der Sache. Wieso haben die eigentlich immer zweimal Geld dabei? Die sind doch bloß. Das ist doch bloß ein Wesen. Zwei Taschen dabei. Eine links, eine rechts.
ein Oger, mit dem wir sprechen können? Mal gucken, ob der uns dann gleich eins überzieht. Ein Feuer hat er da. Guten Tag. Ich will zermatschen. Du jetzt nicht stören, nicht essen. Wir kämpfen, wenn ich fett glücklich. Echt jetzt? Ja, nun lass mal stehen. Ist übrigens doch recht friedlich auf der anderen Seite von der Brücke. Bis jetzt. Geht schon wieder jemand rum. Guten Tag, die Dame. Ja, mein Freund. Laurel. Ah, hier haben wir wohl ein paar Abenteurer, die Gutes tun wollen. Würdet ihr gerne eine Herde Kreischlinge vertreiben? Nein, danke. Eine Herde von Kreischlingen sollte einer so erfahrenen Paladin wie euch keine Schwierigkeiten machen. Ja, wir würden uns gerne für ein Weilchen zu euch gesellen. Will sie dann wieder mitmachen? Wunderbar, ihr solltet euch bereithalten. Feuer wirkt Wunder gegen Kreischlinge, also macht Gebrauch davon, falls ihr darüber verfügt. Ein Paladin namens Laurel hat mich eingeladen, beim fortwährenden Krieg dieser Region gegen die Horden der Kreischlinge zu helfen. Auf ihren Vorschlag hin werde ich möglichst viel Feuermagie verbreiten, denn man sagt, dass sich die Biester am meisten vor Flammen fürchten. Kommt jetzt natürlich drauf an, wie viele das sind, und ich kann leider keinen Feuerball. Aha, okay, es sind echt viele. Aber eigentlich sollten sie mir keine Probleme bereiten. Zumal sie hier einige an sich hat. Was praktisch ist. Und sie scheint auch sehr stabil zu sein. Helfen wir ihr mal ein bisschen. Joa, guck mal, das geht auch ohne Feuer. So. Na, was sagst du? Ganz ohne Feuer. Kreischlinge sind wirklich eine Plage, von der die Schwertküste befreit werden muss. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Tschüss. Okay, das war's. Laurel hat uns mit dem höchst faszinierenden Sport der Kreischlingjagd bekannt gemacht. Wir müssen uns ausruhen und unsere Waffen wieder einsatzbereit machen. Aber ich bin sicher, dass dies nicht unser letzter Besuch bei ihr war. Echt jetzt? Naja, sie haben einiges an Loot dabei. Wenn niemand besser geeignet ist. Das ist doch ganz gut. Ja, so sieht's aus. Hier oben war es doch recht friedlich. Hier war der Oger. Und da die Kreischlinge. Da oben sieht aus wie eine Höhle, aber da ist nichts. Gucken wir uns mal hier unten noch um. Ein goldener Bär? Was ist denn da los? Oder ist er einfach nur weiß? Haut ganz gut zu, wenn du mich fragst. Oh, die kann nicht mehr heilen. Ich sollte vielleicht doch mal wieder rasten. Und meine Waldläuferin, die heilt halt nicht so viel. Die macht immer so ein bisschen auf dem heißen Stein. Khalid? Habe ich doch gerade so gut getroffen. Kannst du mal weglaufen? Ach, jetzt ist er eh frightened. Was war denn das jetzt? Ein Eisbär hier unten? Also, in Icewind Dale ja. Vielleicht. Aber hier unten? Wie hat sich denn der verirrt hier? Da geht's halt überhaupt nicht weiter hoch, ne? Oh, wir waren aber schon super fleißig, ne? Wenn wir das alles erkundet haben, dann können wir uns rein auf die Main Story konzentrieren. Und müssen gar nichts mehr abklappern. Auch wenn es jetzt vielleicht etwas langatmig ist dazu, aber dadurch. Aber ihr kriegt es ja dann schön geschnitten in den mehr oder weniger spannenden Häppchen, also die Begegnungen halt. Und das Abklappern erspare ich euch. Von dem her habt ihr dann schon die Story schneller als ich. Aber ja, dann wissen wir wenigstens schon, wo was ist. Und falls wir doch nochmal in die Gegend müssen für irgendeine Quest, dann müssen wir wenigstens nichts mehr erkunden. Wie hat denn der Eisbär jetzt gegeben? 900? Man kann es ja mal versuchen. Oh Gott, da steht schon wieder einer. Was ist mit dem? Jared!
Oh, den Göttern sei Dank, dass sie hier vorbeikommt. Auf der anderen Seite der Brücke ist ein Bär und er kommt näher. Bitte haltet ihn auf. Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Der Bär ist schon tot. Jared und der Bär. Warte mal bitte. Ich habe in der Wildnis dieser Berge gerade einen einsamen und verängstigten Händler getroffen. Er ist einem Bären, der scheinbar die andere Seite einer Brücke für sich beanspruchen wollte, nur knapp entkommen. Ja, der Bär ist nicht mehr. Vielleicht nochmal reden. Na schön, nicht ganz alles, was ihr wollt, aber hier sind 50 Goldmünzen. Ist das genug? Ja, auch nur so kleine Mini-Quests. Ich habe Jared erzählt, dass ich den Bären erschlagen habe. Nachdem er die Neuigkeit erfahren hatte, blieb er nicht mehr lange bei uns. Naja, mit dem hätten wir ja nicht viel anfangen können. Ich hätte von der anderen Seite kommen müssen, dann hätten wir die Quest gekriegt und dann den Bären erschlagen. Aber okay, andersrum geht's ja auch. Die Karte ist erkundet, kein schwarzes Fleckchen mehr. Ja, gut aus. Viel war nicht los. Also es ist, glaube ich, echt nur so ein bisschen Fleißarbeit und kleine Mini-Quests. Also von mir aus, ja, ich weiß, die Legenden der Schwertküste beinhalten auch noch andere Dinge. Aber im Moment so diese kleinen, ich denke mal, dass das, oh, das war schon vorher bei Baldur's Gate dabei, ich weiß es nicht. Da müsste ich mal recherchieren, welches die alte Baldur's Gate-Karte ist, auf der alle Gebiete drauf sind. Aber das möchte ich eigentlich erst machen, wenn ich wirklich überall war, dann kann ich es euch ja erzählen. Weil sonst spoilere ich mich vielleicht ein bisschen noch. Weil da immer dann schon Sachen dran stehen, die einen eigentlich gar nicht interessieren. Ah, ich habe schon ein bisschen gegoogelt, welches denn die reinen Schwertküstengebiete sind, habe aber nichts gefunden. Ich bin nur wieder schon auf lauter Sachen gestoßen, die ein bisschen was gespoilert haben. Und weil ja die Leute immer unbedingt was dazu schreiben müssen, was da passiert. Und dann habe ich es gelassen. Das sieht aus wie ein Gesicht. Warte mal, wenn wir jetzt... Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Sieht aus wie Gesicht, Auge, Auge, Nase, Mund. Gut, als nächstes möchte ich... Ja, mach mal die Gnollfestung, ha? Huh? Weiß nicht, ob da mein Equip jetzt reicht. Also ich meine jetzt meine Munition und so. Aber vielleicht kriegen wir in der Gnollfestung noch ein bisschen... Ich krieg halt wie heißen die auf Deutsch? Vieles fällt mir immer nur auf Englisch ein. Ich habe zu viel Englisch gespielt. Hier diese Kugeln. Kriege ich halt jetzt nicht von Gegnern, bis jetzt zumindest. Und ja, das wäre eigentlich das Einzige. Alle anderen haben noch Munition und Zeug. Verkaufen könnte man auch mal zwischendurch. Boah, mal gucken. Vielleicht gehe ich noch shoppen vorher. Nicht zwischendurch, sondern vorher. Und dann schauen wir mal. So, eine Brücke. Die führt uns, glaube ich, direkt zur Festung, so wie es aussieht. Bin gespannt, was die Gnolle sagen, wenn wir da ankommen. Ich glaube nicht, dass die das so lustig finden. Ja, bin gespannt, wie groß die ist. Aber wahrscheinlich müssen wir auch noch hinein. Ob das nur oberirdisch ist oder ob wir irgendwo hinein müssen. Das werden wir jetzt sehen. Ich tue mein Bestes. Ich gnarre. Ich hungrig. Ihr nirgendwo hingehen. Das unsere Brücke. Ihr bezahlen, um sie zu begehren. Okay. Der Klassiker. Zwei Oger. Zwei Brückenoger. Ja, los. Ja, oh, zahlen. 20 pro Kopf oder Kopf ab. Das sind 8 Köpfe. Also 200 Goldmünzen. Was, 8? Wir sind nur zu 6. Was für Köpfe will er sich noch holen? 200 Goldmünzen ist ein bisschen viel, findet ihr nicht? Ich meine, ich sehe aus, als hätte ich Gold. Sehe ich aus, als hätte ich Gold im Überfluss? Na, 200 Goldmünzen viel zu viel. Vielleicht zu viel, vielleicht 100? 100 Goldmünzen oder Köpfe ab. Kein schlechtes Geschäft.
komm, 100 Goldmünzen klingen schon vernünftiger. Brückenzoll, es muss einfach sein. Wir werden sie euch geben und unserer Wege gehen. Aber dein Kopf klug, drum darfst du behalten. Oh, wie cool. Jetzt gehen, Schlauköpfe, sonst zahlen für dumm rumstehen. Die Gruppe hat an Erfahrung gewonnen. 250. Okay. Was wäre denn passiert, wenn wir in der Vergangenheit öfter mal so Wegezoll gezahlt hätten? Ah, die laufen jetzt hier runter. Werden die dann schimpfen, wenn ich ihnen hinterherlaufe und sie sagen dann, hey, was wolle du hier? Ach, da geht's gar nirgends hin. Die haben sich einfach verknuselt. Irgendwann ewig vielleicht. Oder? Ach nein, doch, da geht's. Ich dachte, an dem Felsen, da geht's nicht vorbei. Wäre ja sonst blöd, wenn die hier runterlaufen und man selber nichts sehen kann. Ah, ich glaube, die Gnoll-Festung ist vielleicht gar nicht so groß, wenn hier unten schon so viel... Ist die vielleicht nur hier oben? Wenn hier unten noch andere Dinge sind. Oh. Ah, eine Schlinge. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Hier wäre eine Höhle. Ob die hier wohnen? Oder ob das ein Hintereingang ist? Gucken mal. Ah, ja, okay. Sieht nicht so aus wie ein Ogerbau. Ich tue mein Bestes. Sonst gibt's hier nichts. Hier sind zwei Höhlen, eine oben, eine unten. Gucken, ob da auch nur Kreischlinge drin sind, nur in Anführungsstrichen. Oder da die Oger doch vielleicht irgendwo ihre Behausung haben. Kreischlinge? Na, könnt ihr da rum um die Ecke? Oder vielleicht frostigen Tod. Aha. Du darfst das gleich mal nehmen. Und hier? Oh, da ist auch was drin. Wenn niemand besser geeignet ist. Oha. Ein Buch. Leitfaden. Nach den obskuren Symbolen auf dem Umschlag zu urteilen, besitzt dieses Buch eindeutig magische Eigenschaften. Solange ihr nicht versucht, es zu lesen oder zu identifizieren, wird euch seine wahre Natur allerdings verborgen bleiben. Na sowas. Gehen wir das mal hier rüber. Das auch. Die kriegst du gleich. Kannst du gut gebrauchen. Er ist immer gleich überladen. Wahrscheinlich, weil der diese fette Rüstung da trägt. Ich hoffe, ich finde mal irgendwo eine magische, die dann viel leichter ist. Gibt's bestimmt. Ich kann leider mit ihr... Habe ich keine Sprüche mehr frei. Das müssen wir dann später machen mit dem Buch. Buch identifizieren. So, das kommt alles da rein. Und dann gucken wir noch in die andere Höhle. Ah, sie ist auch schon ein bisschen überladen. Ich glaube, wir machen das mal... Gehen wir mal ihr. Das ist ein verfluchtes Schwert. Das müssen wir mal irgendwo verticken. Ja, sonst gibt es hier wieder nichts. Also gucken wir uns die andere Höhle noch an. Ich tue mein Bestes. Arme Kreischlinge. Aber sie wollen es ja so. Da sind auch nur welche drin. Aber ich habe nichts versteckt. Oh, doch, da hinten geht ein Gang. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einen Geheimgang in die Gnollfestung gibt. Vielleicht durch eine der Kreischlinghöhlen. Das würde irgendwie passen. Wenn niemand besser geeignet ist. Oder sind einfach nur noch mehr Kreischlinge da? Oh, 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 das ist was Größeres. Ein Wurm. Ich
ist aber ein normaler, ja. Ein normaler Aaskriecher und mehr nicht. Was schon. Ihr wollt uns nur ein bisschen erschrecken. Ja gut, dann können wir ja mal oben in die Gnollfestung gucken. Oh, auch oben rum konnten wir noch ein bisschen erkunden. War aber nichts Besonderes. Man sieht jetzt hier die Gnollfestung. Und ja, am Anfang haben wir schon hier am Eingang haben wir schon ein paar Gnolle erschlagen. Also so schlimm sind die, sind immer wieder mal wieder so Ork-Patrouillen außen, Knoll-Patrouillen. Und so schlimm sind die bis jetzt nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen besser Gerüstete im Inneren gibt. Oder vielleicht sogar einen Chef, der gar nicht so einfach zu besiegen ist. Wäre natürlich gut möglich. Also zumindest eine sehr imposante Trutzburg. Aber kaum Wachen. Wir werden aber gleich hier ankommen, schätze ich mal. Überall Blut? Oder sind einfach die Steine so rot? Es ist ruhig, zu ruhig. Wozu ist das hier? Einfach zum Gucken. Okay. Ich habe jetzt mit Gnollen gerechnet, nicht mit Xwarz. Okay, jetzt muss Lehrer leider Nahkampf machen, weil sie keine Kugeln mehr hat. Aber sie hat einen ganz guten Stab. Vielleicht tut's der auch. Sie darf halt keine Akku haben. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Haben wir uns hier durch einen Haufen Knolle gekämpft? Ich bin schon ziemlich durch. Aber ich weiß jetzt nicht, was hier noch Schlimmes kommt. Wenn noch irgend so ein böser Boss kommt, dann sehe ich natürlich alt aus. Aber wenn es jetzt nur noch so ein Kämpfchen gibt, vielleicht gar nicht so schlimm ist. Aber es könnten natürlich wieder Horden hier oben sein. Schwierig sind sie ja nicht, aber wenn halt so ganz, ganz viele sind, dann ist das schon nicht ohne. Und vor allem, weil sie sich jetzt gerade immer in den Nahkampf stürzt, das ist schon nicht ganz so easy dennoch. Da sind nur noch kleine. Ein Gnoll ist aber dabei, ein großer. Ich sehe sie schon tot umfallen. Jetzt rette ich die Lage. Wie so weitermacht. Hat sie noch ein Magic Missile? Nee, ein Netz. Können wir auch mal probieren. Und dann netze ich dann meine eigenen Leute auf. Ja, natürlich netze ich dann meine eigenen Leute auch. Das ist nicht so lustig. Ist halt hier Friendly Fire, ne? Aber das, wenn man genetzt ist, ist man dann so eingesponnen, dass man nichts mehr machen kann? Eigentlich dürfte man ja dann nur auf dem Boden festkleben, sozusagen. Und könnte trotzdem noch schießen, aber wahrscheinlich ist wirklich alles versponnen. Man ist von unten bis oben eingesponnen. Aber ab und zu kann ich mal, wenn mir ein Rettungswurf gelingt, kann ich einmal kurz draufhauen. Den anderen gelingt das nicht so einfach. Warte mal, kann ich mich nochmal heilen? Nee, die kann nichts machen. Aber das war ja jetzt auch kein schlimmer Gnoll hier. Ah. Ihr braucht meine Hilfe? Ihr habt eine Aufgabe? Aber wie gesagt, ich glaube, das dicke Ende kommt noch. Oder es gibt doch einen Eingang, sodass wir innen rein müssen. Ja. Wenn niemand besser geeignet ist. Und ich habe halt keine oder kaum noch Heilung. Ihr seht, das ist jetzt das Letzte, was ich habe. Na, schauen wir es uns mal an. Zur Not müssen wir halt dann doch nochmal rasten. Ja, mit einer Rast müsste es eigentlich dann gehen. In die Stadt muss ich wahrscheinlich nicht, aber rasten ich vielleicht nochmal. Da geht's gar nicht hinter. Gibt's da noch irgendwo eine Treppe? Das war's.
Und wo ist... Ich dachte, hier finden wir jetzt ein Quest-Item. Doch, wir können da hinten vorbeilaufen. Aber trotzdem. Es gibt keinen Eingang. Ich glaube, wir haben was übersehen. Wir haben das Buch identifiziert. Leitfaden der Führungsstärke und Einflussnahme. Einer der beliebtesten Leitfäden der Führungsstärke und Einflussnahme ist das Buch mit dem zynischen Titel »Wie man Freunde gewinnt und Leute beeinflusst«. Wie andere Bücher dieser Art steht es für eine Philosophie des persönlichen Aufstiegs und der Manipulation anderer allein durch die eigene Ausstrahlung. Die Autoren und Anhänger dieser Leitfäden behaupten, dass durch die Anwendung der neuesten Theorien aus den Bereichen Soziologie und Psychologie das Charisma einer Person um einen Punkt gesteigert werden kann. In Wirklichkeit sind solche Steigerungen das Ergebnis von Zaubersprüchen, die während des Schreibens auf den Text übergegangen sind. Dieselben Zaubersprüche sorgen auch dafür, dass der Leitfaden nach erstmaligem Gebrauch verschwindet. Zugegebenermaßen ist dies eine ausgezeichnete Verkaufsstrategie. Ein Charisma permanent. Ich glaube, sie kann das brauchen, oder? Wie viel hat sie denn? Sieht man hier jetzt nicht. Da müssen wir da gucken. 11. Ach, das ist für sie gar nicht so wichtig. Wer hat denn hier? Ich glaube... Hierher... Oder Immun. Mal hier gucken, was das beeinflusst. Charisma misst die Überzeugungskraft, persönliche Ausstrahlung und Führungseigenschaften. Diese Eigenschaft ist für den Druiden, den Barden und den Paladin wichtig. Okay. Also, ich meine, er hat 15. Und sie hat sogar 16. Aber es wäre eigentlich nur für die beiden wichtig. Dann machen wir auch, geben wir es doch dem Barden, hm? Und dann geben wir das Buch doch dem Barden. Bis jetzt ist er nicht so super gut. Ich meine, ich kann nicht so viel mit ihm machen. Ich hoffe, das wird noch. Außer, dass er halt sein Liedchen spielt. Und, ja, weiß nicht, wie er mit dem Damage ist, weiß ich eigentlich auch nicht so recht. Ich finde, man kann es nicht so gut sehen, ob einer einen tollen Beitrag... Wie benutzt man das? Wie benutze ich das? Hierüber? Jawohl, Sir. Ja, okay, jetzt hat er es benutzt. Okay, alles klar. Und jetzt hat er ein Charisma mehr. 16. Okay. So besser. Er hat gar nicht so dolle Werte, ne? Er ist ja so ein Durchschnittstyp. Ja gut, also ich habe mal übernachtet und alles Kram verkauft, Munition aufgefüllt, ja, und so. Ich tue mein Bestes. Oh, jetzt wache ich auch noch in der Nacht auf. Eieieiei. Aber wenn wir reisen, dann landen wir vielleicht auch tagsüber da, wo ich hin will. Dann würde ich sagen, wir gucken uns das noch an. Ob das sehr gefährlich ist, das war ja bis jetzt sehr human. Und da waren wir ja auch schon, aber dann habe ich gesagt, oh nein, 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 das ist mir doch ein bisschen zu gefährlich. Aber vielleicht können wir ja inzwischen dahin. Und das ist gar nicht mehr so schlimm, weil wir haben ja jetzt doch ab und zu mal Level abgehabt und sind ein bisschen besser geworden. Dann könnten wir eigentlich hier unten mal abschließen. Vielleicht finden wir ja dann auch die Räuber. Also was ich ein bisschen schade finde, wir haben jetzt wirklich hier alles südwestlich vom freundlichen Arm untersucht. Ach so, vielleicht ist es gar nicht hier, sondern da. Ist es südöstlich? Warte mal, da schauen wir jetzt mal. Gurkes Umhang. Im Mantelwald, den haben wir ja auch noch gar nicht gefunden. Und die Halboger? Südlich bis südwestlich der Stadt. Da haben wir keine gefunden. Also, wir haben Halboger getötet. Ach so, vielleicht müssten wir einfach nur mit dem Paladin nochmal sprechen. Und dann sagt er, ja, danke, danke. So, und dann haben wir hier noch, hier, Gnolle. Das war das, wo ich gedacht habe,
In den Ebenen westlich von Beregost auf Lauer. Vielleicht habe ich das ja selber sogar benutzt. Vielleicht habe ich das ja in Gebrauch. Ich habe ein magisches Kurzschwert gefunden. Das könnte natürlich sein, dass das gar nicht Perdue heißt. Ja, vielleicht braucht diese Gruppe doch nicht so viel hier muss ich gucken. Das Kurzschwert hat nämlich sie. Das pfeifende Schwert, aber das hatte ich doch woanders her. Das hatte ich woanders her, das ist es nicht. Wird es ja hoffentlich nicht verkauft haben oder sowas. Nee. Muss ich vielleicht nochmal reden, aber ich habe sonst kein Kurzschwert. Sie hat noch, oh ja, dieses Wakizashi, aber das ist ja nur ein Wakizashi plus 1 und das ist ein Langschwert. Und er hat auch ein Langschwert. Ja. Na, dann müssen wir mal gucken, ob da uns noch irgendwas runterkommt.